Hallo meine Freunde, in diesem Video dreht sich alles rund um die Schnitte, die Linienführung und die Silhouette des Romantic-Themas. Und das ist mittlerweile das 12. Video dieser Videoserie. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Und wenn ihr neu hier seid und euch jetzt fragt, was Kibbe eigentlich ist, dann würde ich euch empfehlen, dieses Video zuerst anzuschauen. Ich werde euch das mal unten in der Infobox verlinken. Da erkläre ich das in der Tiefe. Aber jetzt ganz kurz erklärt, ist Kibbe ein Figursystem und eigentlich viel, viel mehr als das, denn es basiert auf dem Yin und Yang Prinzip. Und man versucht in diesem System seine Kleidung in Harmonie zu seinem eigenen Körper auszuwählen. Also versucht man nicht irgendetwas zu kaschieren oder sich zu verändern, sondern die einzigartige Schönheit zu unterstreichen. Okay, was die Attribute angeht, so hatte der Herr Kibbe geschrieben, dass gerundete Formen mit weichen Kanten für dieses Thema am besten sind. Wir suchen nach Kreisen, nach kunstvollen Wirbeln, aufwendig fließenden Formen. Das ist alles so im Bereich Romantik, alles was so Yin ist. Außerdem halten wir auch Ausschau nach soften, bauschigen Formen und die Sanduhrfigur sollte immer beibehalten werden. Egal wie wir das Outfit aufbauen oder welche Teile wir suchen, sollte man so ein bisschen die Sanduhrfigur im Hinterkopf behalten. Und außerdem sollten alle Teile, die wir so haben, softe Umrisse haben und der üppige Körper sollte erkennbar sein. Und was auch so ein bisschen mit der Sanduhrfigur zusammengeht, ist auch, dass die Taille immer betont werden sollte. Und das am besten mit zarten Drapierungen, die irgendwo auftauchen und das dann nochmal unterstreichen. Und wenn wir jetzt ein Outfit aufbauen möchten mit all diesen Beispielen, die ich jetzt nachher zeigen möchte, dann sollte man darauf achten, dass alle Einzelteile so miteinander kombiniert werden sollten, dass es einen kunstvollen Übergang gibt zwischen fluffigen Texturen, drapierten Stoffen und luxuriösen Farben. Also wir wollen nicht unbedingt irgendwie einen monochromen Look haben oder so. Wir wollen auch nicht, dass es viele Unterbrechungen gibt. Es dürfen unterschiedliche Texturen auftauchen, aber es soll eben ein kunstvoller Übergang geschaffen werden zwischen den einzelnen Teilen. Und was die Jacken angeht, so hatte er geschrieben, dass die Jacken tailliert sein sollten oder an der Taille betont, zum Beispiel mit einem Gürtel. Außerdem könnten es auch softe, dezente Jacken mit einem Schößchen sein. Wenn ein Revers auftaucht, dann sollte dieser unbedingt kurvig oder gerundet sein. Auch ein Schalkragen ist sehr schön. Und es muss aber auch nicht unbedingt ein Revers auftauchen. Es kann auch komplett ohne Revers sein. Das ist auch in Ordnung. Und dann wieder die 80er-Jahre-Info, Schultern mit gerundeten Schulterpolstern. Das muss nicht unbedingt sein, wobei ich nachher auch ein ganz interessantes Beispiel habe, wie man das Ganze modern gestalten könnte und ein bisschen umgehen könnte, gerade für das Thema Romantik. Und außerdem sollten auch an der Jacke Raffungen, Volants auftauchen, Durchscheinendes oder irgendeine Form von Drapierung. Das sind alles super Attribute. Und die Ärmel dürften auch ruhig ein bisschen enger zulaufend sein. Und je aufwendiger oder antiker die Knöpfe, desto besser. Also habe ich jetzt hier im ersten Beispiel eine Jacke rausgesucht, wo der Stoff eher fließend ist, was ich sehr, sehr schön fand. Das ist so ein bisschen wie ein Blazer, aber auch wiederum nicht. Und der Stoff, der spielt, finde ich, eine sehr große Rolle an dieser Jacke. Wir haben den Gürtel bzw. dieses Band da an der Taille, was das Ganze so ein bisschen betont und da auch dafür sorgt, dass wir Drapierungen haben nach oben und nach unten, also dass der Stoff so ein bisschen eingehalten wurde und man dann eben so ein bisschen Drapierung hat. Und auch der Saum ist abgerundet, was ich hier an dieser Stelle sehr, sehr schön fand. Und die nächste Jacke ist eine kurze Variante. Also sie endet an der Taille und somit hätten wir die Taille hier an dieser Stelle auch betont. Und das Gummibändchen an dem Saum und auch an dem Ärmelsaum sorgt dafür, dass da ganz kleine Raffungen entstehen und eben viele gerundete Formen. Und das hatten wir bei den Attributen ja auch schon gesagt. Und die nächste Jacke ist eine längere Variante. Auch hier ist die Taille betont mit einem Gürtel, also mehr so wie so ein Band, aber eigentlich ein Gürtel. Und das ergibt auch wiederum schöne Drapierungen, viele runde, gerundete Formen. Hier wirklich richtig, richtig schön gestylt.
gestylt und gemacht. Und auch die nächste Jacke, das ist so das, was ich vorhin gesagt habe, wie man so ein bisschen diese Schulterpolster umgehen könnte. Nachher bei den Pullis habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Hier haben wir ziemlich aufwendige Ärmel. Also wir haben viel Drapierung an der Schulter, volle bauschige Ärmel und die Taille ist auch hier wieder mit einem Gürtel betont. Und die nächste Jacke ist sowas für den Winter. Es könnte auch eine etwas längere Variante sein. Ich habe nur bloß hier diese kurze Variante gefunden. Diese gesamte Jacke wirkt ziemlich voll und voluminös und macht einen sehr fluffigen Eindruck, weshalb ich das für dieses Thema auch sehr passend fand. Und nicht zu vergessen auch die Schößchenjacke, die in dem Romantic-Thema eigentlich ziemlich wichtig ist. Aber ich wollte trotzdem natürlich auch andere Jacken zeigen, die jetzt nichts mit Schößchen zu tun haben, falls man das nicht mag. Auch hier finde ich das sehr, sehr schön, dass der Stoff ein bisschen leichter gehalten ist und ein bisschen fließender ist. Denn es gibt ja auch viele Schößchenjacken, die einen festen Stoff haben, wo er es ein bisschen besser absteht oder ein bisschen einen Hauch strenger aussieht einfach. Hier haben wir so ein bisschen mehr Leichtigkeit drin. Die Röcke sollten voll und fließend sein. Es dürfen leichte Raffungen an der Taille auftauchen. Und wenn es ein gerader Rock ist, in Anführungsstrichen, dann müsste das eigentlich ein Rock in Tulpenform sein. Also hier voll und gerafft an der Taille und dann ein bisschen enger zulaufend am Saum. Und das hätte dann so die Knielänge. Da habe ich gleich auch zwei richtig tolle Beispiele. Und ein ausgestellter Rock geht so in die Richtung Trompete, schwungvoller Rock, Röcke im schrägen Fadenlauf sind auch in Ordnung oder Bahnenröcke. Und das sind alles Styles, die die Länge Mitte Wade haben. Und hier im ersten Beispiel haben wir diese Variante eines geraden Rockes, was es ja eigentlich nicht ist, denn wir haben hier einen Tulpenrock. Wie gesagt, das ist die erste Variante, Tulpenrock. Vorne hat man ein paar Falten und die Taille ist hier auch gut ausgearbeitet und wir haben an der Hüfte wirklich viel Platz für die Hüfte. Und auch Taschen ist irgendwie immer eine richtig coole Idee, gerade bei solchen Schnitten. Also das wäre die erste Variante. Und die zweite Variante, da kommen die Falten von der Seite. Also es sieht so ein bisschen aus wie gewickelt. Vermutlich ist es nicht gewickelt. Die Falten kommen von der Seite. Der Rock sieht trotzdem noch sehr schwungvoll aus, obwohl das ein Tulpenrock ist. Wir haben hier auch den abgerundeten Saum und auch die Knielänge. Also eine ganz andere Variante davon, trotzdem sehr interessant. Und der nächste Rock ist ein ausgestellter Rock, sieht aus für mich wie ein Tellerrock mit einem asymmetrischen Saum. Und dieser asymmetrische Saum macht den Eindruck, dass da ein Schlitz ist, einfach weil das da so eingearbeitet ist. Sieht gar nicht aus wie ein Schlitz, aber ein bisschen schon. Und dieser hier betont eben die runden, volantartigen Formen. Also ein bisschen rüschig sieht es aus. Das fällt einfach sehr, sehr schön und feminin und einfach eine richtig coole Variante für einen längeren Rock. Und der nächste Rock ist ein anders ausgestellter Rock. Hier haben wir teilweise Plissé-Falten, teilweise auch nicht. Teilweise sind sie ein bisschen glatter gehalten, ausgebügelt, wie auch immer. Auch das fand ich super interessant für dieses Thema, weil eben nicht alles so streng mit Falten ist, sondern teilweise auch einfach glatt gehalten. Wir haben ja irgendwie diese Falten oder Raffungen da an der Taille, die ja immer an der Taille eine super gute Idee ist für den Romantic und die Länge ist Wadenlänge, was hier auch richtig cool ist. Und der nächste Rock ist ein fluffiger, voller Rock mit zarten Pünktchen. Ich finde, der gesamte Rock macht einen Eindruck romantisch-feminin, so in die Richtung. Ist natürlich vom Stil her was ganz, ganz anderes, aber ich wollte einfach unterschiedliche Röcke vorstellen. Und der letzte Rock ist der Rock im schrägen Fadenlauf. Dieser hier ist zart fließend und ich finde sehr, sehr feminin. Und gerade so ein etwas üppigerer Körper mit Sanduhrfigur würde in so einem Rock sehr, sehr attraktiv und wirklich, wirklich feminin aussehen. Bei den Hosen hat er hier mal wieder nicht so viele Informationen dargelassen, aber das ist nicht schlimm. Hosen sollten soft und drapiert sein, immer die üppigen Kurven zeigen am besten. Und cool wäre es, wenn an der Taille Raffungen auftauchen und der Saum ein bisschen enger ist. Und die erste Hose, die ich zeigen wollte, ist eigentlich eine Jogginghose, aber das ist nicht schlimm, denn die Form an sich, also der Schnitt, der ist super passend. Hier haben wir eine sehr betonte Taille, also auch die ganze Hose sitzt jetzt nicht an der Hüfte, sondern sie sitzt an der Taille, was cool ist. Wir haben leichte Kräusel an der Taille, weil das eben mit einem Gummiband eingehalten wurde und der Stoff selber ist sehr soft und fließend. Klar, Jogginghosenstoffe
gehen häufig so in diese Richtung. Und der Saum selber ist auch ein bisschen enger. Und die nächste Hose ist auch eine Hose aus einem soften Stoff. Also wir haben hier keinen strengen Stoff, der so ein bisschen steif ist, sondern dieser Stoff, den sieht man auch anders, der so ein bisschen Beweglichkeit hat, ein bisschen Weichheit an sich hat. Und wir haben vorne diese leichten Falten an der Taille. Auch diese kleine Schleife wurde da gebunden. Das sind halt alles Attribute, die ganz gut sind für den Romantic. Und der Saum ist auch enger. An sich würde ich behaupten, dass das die Variante Hose wäre, die ein bisschen strenger ist für den Romantic. Aber ich wollte trotzdem auch unterschiedliche Optionen zeigen, weil nicht jeder Lust hat auf eine sehr rüschige, volle Hose, sondern vielleicht auch mal sowas, was so in eine etwas normalere Richtung geht. Und das könnte das sein. Also sobald vorne so ein paar Falten auftauchen oder so ein bisschen Kräusel oben, ist das schon eine gute Idee. Und auch die nächste Hose habe ich, glaube ich, schon einmal gezeigt. Hier ein bisschen derber, da wir so eine Art Lederlook haben, aber trotzdem sehr, sehr passend. Wir haben hier so eine Art Drapierung an der Taille und die resultiert daraus, dass der Hosenbund so eine Art Tunnelzug hat. Also wir haben diese Schnüre, die da, oder diese eine Schnur, die da lang geführt wurde. Und wenn das Ganze so ein bisschen eingehalten wird, dann entsteht halt eben diese Art von Drapierung oder Kräuselung. Das fand ich richtig, richtig schön. Und genau, so wie das Ganze dann fällt, finde ich das auch absolut in Ordnung. Die Blusen sollten soft und drapiert sein. Es dürfen auch hier Volants und Rüschen auftauchen und alle antiken Styles sind gut. Und ich habe nachher ein richtig tolles Beispiel, was so ein bisschen in die antike Richtung geht, wobei eigentlich modern übersetzt. Und alle Blusen, die ich jetzt gleich hier vorstellen möchte, habe ich tatsächlich von Cézanne gefunden oder bei Cézanne gefunden, weil sie einfach sehr viel mit Rüschen und Volants arbeiten und da hat man einfach sehr viele coole Beispiele. Hier in dem ersten Beispiel ist eine, ja, eigentlich ein Top, aber das könnte auch schon so in die Richtung Bluse gehen. Eigentlich. Wir haben richtig schöne Träger mit Rüschen und auch die Muster selber am Teil. Das Muster hat sehr viele Rundungen. Das sieht fast schon so aus wie ein Mandala, fand ich. Also richtig, richtig schön. Und die nächste Bluse, die hat Volants an der Schulter und am Halsausschnitt. Also das verläuft da einfach von vorne quer über die Schulter und dann nach hinten. Der Stoff selber ist ein feiner, leichter Stoff und man erkennt auch am Volant selber oder an den Volants selber so einen ganz feinen Besatz, so einen Spitzenbesatz und der sieht auch sehr kunstvoll aus. Also so feine Details sind auch sehr, sehr schön. Und die nächste Bluse, die sehen wir von hinten. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Kleid, aber in Wirklichkeit ist das ein Rock und eine Bluse. Und hier passiert aber auch schon sehr, sehr viel, denn wir haben die Puffärmelchen, also die gerundeten, fließenden Formen, die weichen Formen, die wir in den Attributen hatten. Hier haben wir auch die Rüschen an der Taille und am Ausschnitt. Ziemlich viele sogar, also in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Und auch der Stoff selber hat Punkte im Muster und ist leicht und zart. Also sehr, sehr viele Attribute, die hier einfach passen. Und in der nächsten Bluse kann man den Schnitt nicht so gut erkennen, weil das Muster einfach sehr busy ist und sehr viel passiert. Aber trotzdem sieht man gerade an den Schultern diese drei Lagen Rüschen. Die finde ich richtig schön, weil die sind nicht zu groß, nicht zu klein. Und auch feine Rüschenstreifen vorne, also so quer verlaufende, ganz, ganz feine Rüschen. Wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man das auch erkennen. Die Pullis sollten soft und fluffig sein. Also der Strick selber sollte soft und fluffig sein. Es dürfte aber auch ein anhänglicher, drapierter Strick sein. Und alles, was so in diese plüschige Richtung geht. Und dann hat er auch geschrieben, was so Längen angeht, könnten auch kürzere Längen mit Taillendetails auftauchen, müssen aber nicht unbedingt. Und auch ein Wasserfallausschnitt, kennt ihr ja alle, könnte hier auch richtig gut aussehen. Hier im ersten Beispiel haben wir einen fluffigen und vollen Strick. Dieser Pulli an sich ist sehr simpel gehalten, finde ich, aber er spricht, finde ich, also die Wolle spricht für sich und das reicht hier auch vollkommen aus, aber ein sehr, sehr schöner Pulli. Der nächste Pulli ist auch ganz, ganz ähnlich, also auch der Strick ist wahrscheinlich der gleiche, schön fluffig und voll. Nur haben wir hier einen völlig anderen Schnitt und es taucht auch ein Muster auf, das ich sehr schön fand. Und die Ärmel an sich sind so ein bisschen Ballonärmel und das sorgt wieder für diese gerundeten Formen, nach denen wir immer Ausschau halten. Und der nächste Pulli ist so etwas Kürzeres, hier an der Taille endend und somit auch die Taille betonend. Und dieser Pulli ist auch Samt. Und Samt, finde ich, hat immer so eine edle, volle Textur. Also nicht übertrieben, aber schon so ein bisschen, ja, einfach edler wirkend.
Und wir haben hier Bündchen am Saum und am Ärmelsaum. Und diese sorgen auch für Fülle darüber. Also an der einen Stelle, wo das Bündchen ist, ist es ein bisschen enger und darüber hat man diese Fülle. Und das letzte Beispiel für die Pullis ist auch ein sehr interessantes Beispiel. Und das ist, finde ich, richtig cool, weil man hier so eine Art Schulterpolsterersatz hat, weil wir hier diese Raffungen an den Schultern haben. Und hier sind einfach keine Schulterpolster mehr notwendig, einfach weil wir die Fülle über diese Raffungen oder Drapierungen geschaffen haben. Ist natürlich nicht jeder Sache, aber das ist einfach nur eine Variante oder eine Möglichkeit, in eine Richtung zu denken. Und es besteht auch immer die Möglichkeit, ob jetzt bei Blusen oder bei Pullis, diese dann in die Hose reinzustecken, um die Taille ein bisschen besser auszuarbeiten. Und bei den Kleidern hat er auch nicht sehr viele Informationen dargelassen, außer dass das feminin und fließend sein sollen. Die Taillenbetonung sollte da sein, es dürften aufwendige Details auftauchen und es dürfen auch schwungvolle, mit Volants besetzte Röcke sein. Und bei den Kleidern habe ich auch viel bei Cézanne geguckt, denn auch die haben unfassbar schöne Kleider, die so sehr feminin aussehen können, mit viel Volants und Rüschen und so weiter. Und hier im ersten Beispiel haben wir ein Kleid, das ziemlich viele Drapierungen oder Volants, Rüschen, wie auch immer, das ist ja alles ein ganz ähnliches Thema, im Rock haben. Und gerade dieses Modell hätte ich mit einem Gürtel kombiniert, weil hier ist es ja eher breit gehalten. Aber wir wollen ja nach Möglichkeit immer bei dem Romantic-Thema die Taille betonen und deswegen würde ich hier den Gürtel einsetzen. Und der Rock an sich ist ja auch, finde ich, ziemlich schwungvoll und sehr, sehr schön. Und im nächsten Beispiel haben wir ein Kleid, das finde ich ziemlich feminin und zart wirkt. Es ist ein Wickelkleid und auch der Rock hier ist schwungvoll und an der Seite ist das eben so schön gebunden. Also an sich wirklich sehr feminin und zart. Und das nächste Beispiel hat eine zarte Spitze am Ausschnitt. Also an sich ist das praktisch wie so ein Spitzenkleid und dann hat man auch noch so eine ganz zarte Spitze auftauchen. Und auch die Ärmelchen fallen so ein bisschen breiter oder sind breiter gestaltet und sie fallen wie ein softer Volant, aber wirklich nur so wie eine Andeutung davon, einfach nur so ein bisschen breiter. Und auch die Muster, die wir hier im Stoff sehen, auch die sind so ein bisschen gerundet. Also wir haben lauter Kreise auftauchen. Und das nächste Kleid ist auch sehr feminin und fließend. Und hier haben wir die Ärmel, die so ein bisschen antiker aussehen. Also diese Verarbeitung am Ärmelsaum, das ist so etwas, was wirklich so in der antikeren Zeit häufig verwendet wurde, indem hier einfach die Weite mit einem Gummibündchen oder mit einfach so eingehalten wurde und das dann eben dazu geführt hatte, dass das ein bisschen rüschiger aussieht. Und auch hier haben wir wieder Volants am Rock und alles wirkt so ein bisschen fließender und femininer. Und das letzte Kleid ist ein viel, viel simpleres Beispiel. Also wir haben weder Volants noch haben wir irgendwelche Rüschen auftauchen oder irgendwelche zarten Details, aber trotzdem wirkt das ganze Kleid sehr feminin und gerade für so eine Sanduhrfigur wäre das super toll. Hier haben wir einen sehr fließenden Stoff mit einem sehr femininen Schnitt, wie ich finde. Hier haben wir auch einen kleinen Gürtel an der Taille, beziehungsweise dieses Band, was da so die Taille betont. Und auch die Fledermausärmel, diese geben so eine zarte Fülle ab. Und wenn wir so über Stoffe nachdenken, so sollten diese leicht und leicht drapierbar sein. Es dürften softe gewebte Stoffe sein, wie zum Beispiel Jersey oder Crepe. Es dürfte aber auch super schimmerndes sein, so wie Crepe de Chine oder Metallics. Und auch ultrasofte oder plüschige Texturen, also Suede, Samt hatten wir ja auch vorhin bei den Pullis, Strick, Angora. Wir hatten ja sehr fluffige Pullis da gehabt. Genau, und es dürfen auch durchscheinende Stoffe auftauchen. Auch durchscheinend, das hat immer so was Zartes, auch etwas, was sehr Yin ist, wie zum Beispiel Chiffon, Schleierstoff oder Taschentuchleinen. Das waren jetzt die Schnitte, die Linienführung und die Silhouette, also alle Beispiele für den Romantik-Typen oder das Romantik-Thema besser gesagt. Dazu lässt sich aber noch viel, viel mehr sagen. Und falls ihr möchtet, dass ich diese Reihe so ein bisschen ausdehne und noch mehr Informationen gebe, was Prints angeht, was Accessoires angeht, Haare, Make-up und so weiter, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten auch, wenn ihr Fragen habt und irgendwie noch ungeklärte Dinge da sind, dann auch gerne einfach in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.